Bei komplexen Illustrationen und Animationen kann es vorkommen, dass Objekte von anderen Objekten verdeckt sind. Um verdeckte Objekte markieren bzw. bearbeiten zu können, nutzen Sie den Auswahlbereich. Markieren Sie mindestens eines der Objekte. Wechseln Sie in das Registerformat. Klicken Sie in der Gruppe Anordnen auf Auswahlbereich. Im Auswahlbereich bekommen Sie nun alle Objekte der Folie in Listenform angezeigt, darunter auch jene Objekte, die verdeckt sind. Durch Anklicken eines Eintrags wird das zugehörige Objekt markiert. Über das Augensymbol blenden Sie das Objekt aus oder ein. Last but not least können Sie die Einträge nach oben oder nach unten verschieben und somit die Reihenfolge der Objekte ändern.